So, ich hoffe, wir stehen an der richtigen Stelle. So ungefähr. Nein, Quatsch. Hallo, herzlich willkommen und neue Session, neues Glück, wie immer. Und wir sind mit Besuch unterwegs. Wir haben Schweine hier gerade so am Start. Die schielen uns so ein bisschen an. Das liegt halt am Texture-Pack, wisst ihr ja. Ne? Aber wir sind froh, dass wir eins haben und das funktioniert. Und ne, also bis auf das Bett. Ja, also das Bett hat so ein bisschen Problems hier unten so in der Gegend. Also theoretisch hat es ein paar Probleme, aber nur geringfügig. Also so, sorry, da hinten ist schon wieder ein kleiner Baum gewachsen, ne? Ah, damn it. Ich glaube, wir kriegen bestimmt genügend, wenn wir den jetzt weghaken, aber ich nehme mal trotzdem welche mit. Ne? Also, ich nehme jetzt mal neue Saplings mit und dann müssen wir mal so lange da in der Gegend irgendwie pflanzen, bis wir einen großen Baum kriegen. So einen möchte ich haben. Also, so einen am besten oder so einen. Ne? Das hätte ich gerne. Aber naja, man kann manchmal im Leben nicht alles haben. Das ist nun mal so. Ja? Könnt ihr euch merken hier, ne? Und jetzt gucken wir mal. Oh, guck mal. Bis zur Hälfte sind wir schon. Und es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie man sieht. Seht ihr das? Beide Stränge laufen parallel zueinander. Und ich falle ins Wasser. Jetzt bin ich nass. Oh, schüttel, schüttel. Okay, ja, es hilft nichts, ne? Also wir hatten das schon, ja, wir haben das ja schon versucht beim letzten Mal. Und jetzt hat es wieder nicht gefunktioniert. Ja. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Hier wäre also, jetzt müssen wir nochmal gucken. Dann machen wir den mal jetzt hier hin. Nein. Nein, den will ich da nicht hin. Ich möchte den... Eigentlich will ich den hier haben. Genau da. Also, genau da. Da, wo er war. Also... Ich möchte, dass jetzt hier anstatt ein so einer dann ein anderer wächst. Also ein. Ach Mann. Dann machen wir den hier hin. Mal gucken, ob er da vielleicht ein großer wird. Mal gucken. Wir sollten uns übrigens die Plätze, wo wir das ausprobieren mit den Saplings, sollten wir uns eigentlich mal eine Fackel hinstellen und. Wir müssen erstmal warten, bis hier grün rübergewachsen ist. Und dann können wir hier vielleicht noch ein paar Blumen aufstellen oder vielleicht ein paar schöne Sachen bauen. Wir können aber zum Beispiel keine Blätter. Oder können wir Blätter? Scheren gibt es denn noch nicht, ne? Ich glaube, wir haben noch keine. Es wirft Fragen auf. Es wirft Fragen auf. Und genauso Fragen wie, kann da hinten jemand wohnen? Wissen wir es? Dass keiner dort wohnt. Oh Gott. Erinnert sich an die letzte Folge. Oh, nein, Quatsch. Ich habe nachgeguckt. Ich wusste wirklich nicht mehr, was ich gemacht habe oder was ich machen wollte. Also außer Haus bauen, ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal eben kurz die letzten 5 Minuten an. Und dann habe ich so gedacht, und das ist armselig hier übrigens, ne? Will ich nur mal sagen. Ein scheiß Kamin, der nicht funktioniert. Irgendwann kommt das noch, aber naja. Wir müssen es so hinnehmen, wie es ist, ihr Lieben. Ja, und das ist es eigentlich auch schon an Info. Mehr Infos, Informatics gibt's nicht von mir. So, warte mal. Moment, wir wollten... Was habe ich denn gesagt, was machen wir denn jetzt heute? Ich vermute fast... Ich hatte irgendwas, ich habe da nicht... Also, ich meine im Ernst, was denkt ihr von mir? Naja, vielleicht habe ich doch ein bisschen gelurrt. Vielleicht aber auch nicht. Weiß es nicht. Nein, wir wollten, wir wollten nicht... Also ich finde übrigens, das sieht sehr stylisch aus hier, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Komm, sag mal, ihr... Kameraden da draußen. Also, wir nehmen uns die Dinger mit hier. Wir gehen jetzt Sandstein
Farmen mit PF. Ne? Farmen geben wir den. Weil wir es können. Das ist das Dümmste, was ich jemals, glaube ich, gesagt habe. Das ist der Dümmste. Also mit Abstand der Dümmste, was ich jemals gesagt habe, glaube ich. Also, naja, egal. Vielleicht kommt, also da lässt sich bestimmt noch überbieten. Also einfach dranbleiben und warten. Zurücklehnen, genießen und so. Ja, wir müssen auch hier mal eben kurz wieder, ne? Also, warte mal. Komm, machen wir mal eben. Boah, der hat hier unten, guck mal. Der hat da unten so ein fucking Scheißding rausgesemmelt hier, ne? Guck mal. So ein Arschloch ist das, ne? Und der weiß genau, der weiß nämlich ganz genau, dass das so nicht funktioniert. Also ich muss jetzt den machen, dann muss ich den machen und den. Und hier brauche ich die komische Hacke und die tun wir dahin. Und ich muss mich beeilen, weil sonst wird das hier nichts mehr. In diesem Leben zumindest wird das nichts mehr. So, wir machen mal die ganz schnell hier hin und dann das und das. Und das und dieses und dieses und dieses und dieses und dann schnell hier, weil so war das früher. Man musste sich tierisch beeilen hier in der Version und ja, hier gibt es kein Abwarten, kein wir gucken mal, wie es weitergeht und so. Das funktioniert hier nicht, ne? Und wenn du ein Stück von dem guten Dings hier lässt, in Ruhe lässt, zu lange, dann, ja, bildet es sich wieder zurück zum üblichen, was auch immer, Wiese-Ding oder Erdklotz oder was auch immer. So, schnell schlafen, weil sonst uns die bösen Tiere holen. So, und hier tun wir Zeug rein. Ja, das machen wir. Und das tun wir hier rein. Und die tun wir hier rein. Und die Hacke tun wir hier rein. Und dann gehen wir mal da in die Richtung. Sollen wir noch ein bisschen Brot mitnehmen? Ja, ne? Komm, wir machen ja ein bisschen Brot. Können wir noch eben hier? Sollen wir noch mal eben kommen? Komm, was soll's schon, hä? Machen wir ein bisschen Brot hier. Kleines bisschen. Ein Brot. Ja, das reicht aber. Komm, ey, guck mal, wir haben so viel Brot dabei. Komm, mal nicht übertreiben. Ne? Dann haben wir wieder ein gutes Gefühl, weil wir gut ausgerüstet sind und genau. Wir haben noch ein bisschen haben wir noch von der Kohle. Also das heißt, das geht auch noch klar, so halbwegs zumindest. Und hier können wir noch mal ein bisschen einen wegfackeln. Hier in der Mitte können wir auch noch mal einen wegfackeln. Naja, guck mal, wir kriegen langsam, kriegen wir hier, ne? Unseren Weg, den wir immer so gehen, den kriegen wir ja schon mal zumindest ein bisschen hin. So, hier ein, boah, hier hinten bin ich auch schon lang. Ja, ist ja der Wahnsinn. Guck mal, was wir alles können, ne? Einen dahin. Ja, guck mal an hier, wie es hier aussieht. Hier kann man wahrscheinlich sogar mitten in der Nacht noch langlaufen. Wenn man möchten würde. Vielleicht dann. Ne? Also echt, das ist ja der Hammer. Guck mal. Und hier machen wir in der Mitte mal weiter. Boah. Hä? Ich meine, wir spammen halt hier ganz schön rum, ne? Also, Arbeit kann keiner irgendwie sagen, hey, der zeigt uns nicht, wo wir lang müssen oder so, ne? Also ich sag jedem genau, da, guck mal, geh mal dem Licht entlang, da hinten findest du den. Wo ist der denn? Ja, da hinten, den findest du. Okay, ne? Also. Boom. Ja, ist ja der Hammer. Sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Mal einmal nachts gehen. So. Einfach nur zum Testen. So. Da wir dieses... Guckt euch das hier mal an. Was, wie,
Wir tun dem Gelände hier echt nichts Gutes. Also der Mensch, ne, allgemein, also daran sieht man es wieder. Der Mensch ist nicht gut für die Natur. Also nicht wirklich. Weil der immer irgendwie was kaputt machen muss. Der muss immer irgendwas klauen, ohne wieder was Neues hinzupacken. Und der macht Löcher und verunstaltet die ganze Geschichte und alles sieht scheiße aus und so. Der tötet Tiere, damit er die essen kann und na, all so ein Schrott. Habe ich jetzt die Karre da hinten stehen lassen? Ja, ne? Ja, natürlich habe ich das. Warum denn auch nicht? Warum nicht? Auch einmal alles da stehen lassen, wo es ist. So. Zwei so Dinger mit der Ironsiusoblablabla. So. Moment. Ich weiß nicht, was ich gerade rede. Es tut mir so leid. Manchmal tut es mir wirklich leid für euch. Weil ihr müsst das immer mit ertragen, diesen Käse. Und ich habe einfach irgendwas, das fällt dann so, irgendwie fällt das aus mir raus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, sonst das fällt so raus. Und dann denke ich irgendwie nicht nach, also gar nicht, das ist ja gut. Also ich schalte hier schon ab, ne? Also Minecraft ist für mich immer noch so, ja, Bombe, ne? Also da kann man echt wunderbar bei abschalten bei dem Ding. Und ja, dann ist das Hirn so ein bisschen leer. Was gut ist, weil dann sind die Sorgen weg, ne? Das kennt man ja. Oder auch nicht. Vielleicht kennt es einige Menschen kennen es vielleicht nicht. Also die sorgenfreien Menschen zum Beispiel, die soll es ja geben. Ich habe mal von denen gehört. Und naja, dann ist das ja eigentlich gut, nur dann ist das damit verknüpft, also wenn man dann so im Entspannungsmodus hängt, dann kommt auch immer dieser Schwachsinn da, also der kommt immer dazu, so. Das ist so wie, ja, wir können das Portal schon öffnen und dann können wir gucken, dass wir den Geist, den Bösen da wieder durchschicken in seine Dimension zurück, aber während wir das machen, ist klar, da fliegen natürlich für die ganze Zeit, wo das Portal geöffnet ist, irgendwelche Drecksviecher da rein und raus, hin und her. Also auch zu uns in die Dimension oder was weiß ich. Ist ja was. Ne? So ist das halt. Bei diesen Filmen ist das so und hier im Real Life ist das auch so. Und bei mir, ich bin praktisch das Portal und irgendeine Scheiße fliegt aus dem Haus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach mal weiter und ja. Wir brauchen super viel von diesem Zeug. Sandstein genannt. Und da wir hier drunter wahrscheinlich dann eine Menge finden werden, werden wir das jetzt mal so weitermachen und dann umwandeln in Gestein. Das Gesande. Und Ende. Guck mal. Boah, die halten nix, ne? Die halten nix aus, ne? Die Scheißdinger. Also ich meine, also wirklich nicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht penibel oder so, ne? Aber die frotten scheiß Eisendinger, ne? Da denkst du so, ja, komm, mach mal eine Eisenschaufel, weil die ist dann schon ein bisschen tougher und hält ein bisschen länger. Ja. Nee, will ich jetzt nicht. Ja, aber du bist doch Eisen. Du musst doch ein bisschen länger halten als Stein. Nee, keiner hat mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Okay. Naja, ne, so eine Schaufel hat ja auch ein Recht auf Selbstbestimmung. Ne? Vielleicht, ich weiß es nicht. Haben Schaufeln ein Recht auf Selbstbestimmung? Fragezeichen. Man weiß es nicht. Aber wir hatten ja gerade das Recht auf, was hatten wir? Ertrinken, ne? Glaube ich, war angesagt. Ich meine, wenn man das Recht auf Ertrinken hat, als Mensch, dann können auch Dinge, ja, die können schon Recht haben eigentlich, ne? Ich meine, bei manchen Dingen wäre es ja sogar geil, wenn ihr, also, ne, wenn zum Beispiel Hunde vor Gericht bei uns, shame on you, Gerichtssystem in Deutschland, shame on you, ja? Also zum Teil wichtiger als manche Familienmitglieder, andere Familienmitglieder, so mit Haaren und so, zählen als Sache, als Ding. Ja? Und nicht als
irgendwas anderes, egal was. Wenn Tiere wenigstens einen Stellenwert hätten. Also wenn Tiere, also dann wird halt gesagt, Paragraph 1, Tiere sind keine Menschen. Okay, gut, das wissen wir alle. Aber trotzdem sind Tiere nicht Dinge. Also, das ist einfach so. Also laut Definition, ich meine, man kann über alles streiten und so, ne? Das kennen wir ja, ne? Wir hatten ja gerade jetzt diese Vollpfosten unterwegs, die dann gesagt haben, ja, aber man weiß ja nicht, ob 1 plus 1 2 ist. Das hat ja nun mal einer so festgelegt. Mhm, ja. Stimmt, hast du recht. Also, das wurde mal irgendwann festgelegt. Das ist absolut, also, unbestritten. Und ich finde, das sollte man vielleicht dazu sagen dann an dem Punkt, das umschreibt die Gegebenheiten der Situation, um die es dann gerade scheinbar geht, ganz gut. Also ein Apfel plus noch ein Apfel. Na? Kommt aus der Urzeit sozusagen, wo irgendwelche Leute miteinander, ich weiß nicht, ob die Handel betrieben haben zum Beispiel, ne? Ist ja möglich, dass Leute früher schon Handel betrieben haben und dass man dann sich irgendwie in irgendeiner Sprache, die vielleicht jetzt noch nicht unsere war, aber irgendeine Sprache, es musste sich ja mit Lauten irgendwie geeinigt werden darüber, über den Vorgang des Was brauchst du? Was hast du? Kann ich das haben? Ja, also man muss ja irgendwie, ich weiß nicht, wie Leute auf sowas kommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich da, als das rauskam, ich meine, ich wusste echt nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich meine, dass sie nicht gesagt haben, das ist auch wieder irgendein Rassismus oder so, und das war ja jetzt alles. Aber, dass man sich darauf geeinigt hat, 1 plus 1, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, selbst wenn jetzt das Wort nicht 2 wäre, also 1 plus 1 gleich 2, ja, also wenn das nicht wäre, ja, nehmen wir mal an. Also die hätten sich jetzt nicht darauf geeinigt, sondern auf irgendein anderes Kackwort, so wie Hühner, was auch immer das heißt, ja. Also, das würde dann 2 bedeuten. Es geht ja nicht um das Wort an sich, also die 2, die man dann wiederholen könnte, ja, oder auch nicht eben, und dann irgendeinen Quatsch labern von wegen. Naja, man weiß ja gar nicht, ob das auch so. Nein, könnte auch ja sein. Das Ergebnis könnte 1 plus 1 gleich ja. Ich weiß gar nicht. Alter, das ist so stupido. Das ist wirklich so stupid. Ich verstehe das nicht. Es ist doch nur eine Idee, die irgendjemand mal hatte, um sich besser verständigen zu können mit anderen Menschen. Und daraus ist irgendwie regional eine Sprache geworden. Weil vielleicht ist demjenigen, der das gesagt hat, von wegen bla bla bla, 1 und 1 kann ja auch was anderes sein. Ja, kann auch 2 sein oder 2. Ja? In Französisch. Die Franzosen sind auch auf so einen Kram gekommen. Die haben ja nicht irgendwie gesagt, na, wir sitzen hier jetzt rum und uns fehlt ein Wort. Lass uns doch mal zu den Deutschen rübergehen und gucken, was die für eins haben. 2. Also wenn die das übersetzt hätten in ihre Sprache, dann hätten sie erstmal wissen müssen, wie, verstehst du, das ist so lächerlich. Das hat sich entwickelt, lies doch bitte einen Bericht über Sprachentwicklung oder so. Dann weißt du, okay, das hat sich entwickelt. Sprache entwickelt sich in allen Ländern. Und wenn du guckst, in Vladivostok, verdammte Scheiße, ist die Sprache eine andere. Und dann heißt eben 2 nicht 2, sondern irgendwas anderes, weil es Russisch ist. Und ein paar Meter weiter ist irgendwie, oder nicht ein paar, aber ein paar mehr Meter weiter ist, was weiß ich, Japan oder so, ja. Und die Japaner sagen wieder was anderes. Kommen aber auf denselben Trichter, nämlich ein Ding, ein einziges Ding, so wie ein Klotz Sand. Also jetzt gehen wir mal davon aus, es gäbe einen Klotz Sand. Also es gibt ja keine Klötze mit Sand, theoretisch erstmal, ja. Aber nehmen wir mal an, es ist so, dass es um Sandklötze geht. Ja, dann ist ein Sandklotz plus noch ein Sandklotz sind einer und noch einer. Ja, stimmt. Das sind einer und noch einer. Das ist aber ganz schön lang. Können wir da nicht irgendwie so wie bei ein Klotz so irgendwas Kürzeres machen? Nein, ich will, dass das ein und noch einer heißt. Und wie sind dann 3 Klötze? Also noch einer? Das. Ja, das ist dann ein Klotz plus noch ein Klotz und noch ein Klotz.
Okay, und wenn da dann so eine Menge sind, Klötze, merkst du, worauf ich hinaus will? Also, ne, man merkt schon, glaube ich, worauf man, ja, also man einigt sich auf kurze, prägnante Ichni, Sanchi, ne, also 1, 2, 3, 4 und so. Also, man einigt sich einfach auf irgendeinen Scheiß, um das soziale Miteinander zu verbessern. Und Sprache ist immer schon, Kommunikation ist immer schon einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Bestandteil von Gesellschaft und sozialer Gesellschaft vor allen Dingen gewesen. Ja? Und wie man dann auf so einen Bullshit kommen kann, also sorry, ich meine, ich mache viel mit, ich habe viel Verständnis für alle möglichen Krankheiten und Idioten, ja, aber das ging mir echt zu weit, da habe ich gedacht, nee, komm, jetzt reicht das. Wie gesagt, es fehlte nur noch, dass irgendeiner dann behauptet, ja, und aus irgendeinem Grund, die ziehen sich das ja an den Haaren herbei, diese ganzen Sachen, ja, dass das irgendwie rassistisch wäre, wenn man, was auch immer, ja, also, wenn ich auf der rechten Straßenseite laufe, ja, obwohl ich auch links laufen könnte oder so, dann ist das wahrscheinlich Rassismus und rechts, dann bin ich rechts oder irgend so ein Scheiß. Die erfinden ja irgendeinen Bullshit, weil, so sind sie, ne? Und 1+1 macht das Ganze einfach, wenn du vielleicht dann sagst, hey, das könnte 2 sein. Warte mal, ich muss mal eben, ja, wir haben noch eine, gut. Ja, und wenn die damals irgendwie ein anderes Wort genommen hätten dafür, ja, dann hieß es halt heute anders. So einfach ist die Kiste. Ja, dann hieß es halt Dö oder Nie. Ja, weil jede Nation kommt dann auf ein anderes Wort für 2. Aber man kann sagen, okay, wie sieht denn das aus hier, ihr Chinesen? Wie sieht das bei euch aus? Und dann sagt der Chinese, ja, keine Ahnung, ich verstehe dich irgendwie nicht so ganz mit den Sachen und so. Aber wie macht ihr das denn? Ja, wir haben hier, also, ne, ich könnte euch da beibringen, wir machen das jetzt eigentlich immer so. Also bei uns heißt 1 Ich, Nie und Sanchi und bla bla bla, ja. Und hey, gut, dann mache ich doch mal einen Übersetzer und dann können wir öfters mal was zusammen machen, ja, oder so. Vielleicht handeln wir mal miteinander irgendwie, ja. Und dann weiß auch jeder, okay, schick mir mal 1 oder 3 oder 5, ja, dann weißt du, ich schreibe dir das auf den Zettel, ich schreibe dir irgendwas dahinter, wie man das vielleicht ausspricht oder so, ja, oder, ne, ich leih dir meinen Cousin da aus, den leih ich dir aus, den kannst du hinstellen, den kannst dann fragen, sag mal, wie heißt 3, und dann kommt der aus der Kiste raus, so, nee, nein, Quatsch, das machen wir natürlich nicht, genau, wir machen jetzt weiter, Entschuldigung.